Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei timetodo.ch. Unsere Sendung heute beschäftigt sich mit dem Thema Vierbeiner, aber erst in der zweiten Linie. Warum? Der Vierbeiner kommt erst dann zum Tragen, wenn der Zweibeiner dem Vierbeiner gesagt hat, wie er sich zu bewegen hat und wie er sich zu verhalten hat. Vergessen viele, ist alles gar nicht so einfach. Ich kenne das Thema mit Hunden. Jetzt haben wir jemand bei uns in der Sendung, der richtig professionell seit Jahren Hunde ausbildet und das zwar auch zu Hause macht. Herzlich willkommen im Studio, Waltraud Wagner. Hallo Norbert, ich freue mich riesig, dass ich hier sein kann und ich begrüße natürlich auch ganz herzlich unsere Zuschauer. Schön, Waltraud. Was mir ganz gut gefällt, das werden wir gleich jetzt mal den Zuschauern sagen, dass du aus dem gleichen Bundesland in Deutschland kommst wie ich, aus Rheinland-Pfalz. Das ist richtig, genau. Also sitzen hier zwei Landsleute zusammen, genau, in der Schweiz und reden über das Thema Hunde. Wie bist du denn auf den Hund gekommen? Ich bin auf den Hund gekommen durch meinen eigenen Hund, durch den Duke, der hier neben mir liegt. Mhm. Und ich habe ihn mir als Welpe gekauft und wollte ihn erziehen. Und habe Rat gesucht und habe bei verschiedenen Schulen angefragt und mich kundig gemacht und konnte nichts finden, was mir wirklich gut gefallen hat. Also ich konnte niemanden finden, der mich so beraten hat und mich so an die Hand genommen hat, wie ich es gerne gehabt hätte. Mhm. Und dann habe ich kurzerhand gesagt, gut, dann mache ich das selbst. Also ich eröffne eine Hundeschule, vorher natürlich Ausbildung, das war mir klar. Und die Ausbildung habe ich gemacht und natürlich auch immer weitergebildet, ist ja ganz wichtig. Und so bin ich zu dem Thema gekommen. Das heißt, du bist eigentlich durch den Hund, also als du hast einen ganz normalen Hund gekauft, wie sich viele Leute das tun. Und durch den bist du eigentlich auf das Thema, aha, er merkt gleich, Chefin erzählt, muss ich gleich Habacht machen. Genau, so ist es. Denn ist natürlich hier drin jetzt ein bisschen warm im Studio wahrscheinlich. Es ist sehr warm hier, deswegen häscheln die Hunde, genau. Ja, ja. Und hast dann einfach gesehen, dass das nicht so ist, wie du dir das vorstellst. Also hast du angefangen, dich selbst zur Hundetrainerin ausbilden zu lassen. Genau. Jetzt hast du ja auf dem Weg viele Dinge gemacht. Mhm. Was sind denn so die Ausbildungen? Was durchläuft man denn da, wenn man Hundetrainerin werden möchte? Was halt wichtig ist, dass man sich eine anerkannte Institution aussucht. Ich habe mich für die Akademie in der Schweiz entschieden, Tier-Naturheilkunde, ATN abgekürzt, und habe da 2 Jahre Ausbildung gemacht. Bin viel rumgekommen, Praktika, Seminare, und habe dann im Anschluss noch etwas draufgesetzt. Ich habe noch Canis auch noch mich eingeschrieben dort und habe noch mal 3 Jahre gemacht. Das war mir wichtig, diese Mischung zu haben, einmal aus Theorie, aus Praxis, und jedes Ausbildungsinstitut macht es ein bisschen anders, und deswegen war mir das wichtig, möglichst vielseitig mich ausbilden zu lassen. Wo ist denn der Unterschied zwischen einer Hundetrainerin und, bei dir steht ja auch drin, Hundepsychologin? Richtig. Was ist denn das Spezielles? Also Hundepsychologin geht halt wirklich noch mehr in die Psychologie hinein, also Lernverhalten, ja. Geht aber auch in den Bereich Humanpsychologie, weil das ist ganz, ganz wichtig, da lege ich ganz, ganz großen Wert darauf, die Kommunikation natürlich mit meinem Kunden, der zu mir kommt. Mhm. Also es ist einfach noch tiefgreifender. Das heißt, du gehst viel mehr ins Wesen des Hundes, aber achtest auch drauf auf den Mensch. Wie entscheidend ist das denn? Ist für jeden Mensch jeder Hund geeignet? Absolut nicht. Es ist ja, jeder Mensch hat ja andere Lebensbedingungen. Also wenn man da alleine schon das beachten, ist es ja so, dass man schauen sollte, welche Lebensbedingungen hat dieser Mensch? Lebt er alleine? Ist Familie da? Gibt es Kinder in der Familie? Gibt es andere Haustiere? Wie viel Zeit hat dieser Mensch überhaupt, um sich um das Tier zu kümmern? Das spielt eine wesentliche Rolle, um überhaupt sagen zu können, okay, welcher Hund soll es denn sein? Also diese Vorüberlegungen sollten nach Möglichkeit schon angestellt werden. Dann gibt es ja noch so Thematiken, das Schenken von Tieren. Mhm. Das ist ja was jedes Weihnachten mit einer unglaublichen
Breite geschieht, alle schenken irgendwelche Tiere, meistens Kindern. Mhm. Das große Problem ist dann, Weihnachten ist rum, das Elektroauto oder der elektronische Roboter kann schon abstellen und ins Eck stellen, genau. Der Hund bleibt halt. So ist und es. Dann kommt das große Dilemma oft, dass viele dieser Tiere dann ausgesetzt oder in Tierheime gebracht werden, weil es dann doch nicht so das Richtige war. Genau. Macht es eigentlich Sinn, einen Hund zu schenken? Also ich empfehle prinzipiell, erstmal etwas zu schenken, was vielleicht mit dem Thema zu tun hat. Ein Buch zum Beispiel oder zum Züchter zu gehen, zu mehreren Züchtern zu gehen, vorher sich zu überlegen, anhand von dem Buch, welche Rasse könnte es denn sein. Und dann wirklich zu analysieren, passt das in die Familie, passt das in die Lebensplanung, also in den Tagesablauf hinein. Weil das ist ganz, ganz wichtig, deswegen kann ich nicht einfach jemandem ein Tier schenken. Ich weiß ja gar nicht, erstens mal, wie kann er das einflechten in sein Leben? Und dann weiß ich gar nicht, ohne wirklich Gespräche geführt zu haben, was gefällt ihm denn? Mhm. Ja? Gefallen soll ein Hund natürlich ja auch. Ja? Das Wesen ist ganz, ganz wichtig, ganz klar, aber gefallen soll er ja auch. Wenn die Menschen sich dann Hunde zulegen, jetzt haben wir ja da immer wieder dieses Thema, dann mache ich den Hund an die Leine und das wird dann schon. Mhm. Ich sehe aber in der Praxis draußen, und die Schweiz hat das ja irgendwann vor nicht allzu langer Zeit umgesetzt, den sogenannten Hundeführerschein. Mhm. Warum? Viele Menschen kommen mit den Hunden dann nicht zurecht. Vielleicht, weil sie das Wesen vom Hund nicht kennen, sondern einfach meinen, ja, wenn ich dreimal zu dem Sack Platz, dann weiß der, was ich will. Und dann erlebe ich natürlich oft, dass die Hunde dann rumgezerrt und angeschrien werden und was weiß genau, ich. Genau. Ist es nötig, einen Hundeführerschein zu machen? Und kannst du das hier auch, du lebst ja jetzt in der Schweiz, kannst du das hier auch abnehmen? Also ich halte es unbedingt für notwendig, tiefgreifende Grundkenntnisse zu haben. Ja? Es ist also so, dass ich in Deutschland 12 Jahre Hundeschule gemacht habe, mit sehr viel Erfolg. Diesen SKN, so nennt man das hier, Nachweis, den werde ich Anfang nächsten Jahres haben. Also es muss ja hier nochmal im Prinzip eine Prüfung gemacht werden. Ja? Mhm. Also da bin ich nochmal dran. Nutze die Gelegenheit natürlich gleich, um nochmal mich auch weiterzubilden bei der Akademie. Ganz klar, weil ich meine, ich habe dieses Diplom 2002 bereits erworben. Das sind ja jetzt so viele Jahre her. Manche Skripte haben sich geändert, Dozenten haben sich geändert. Also ich genieße es einfach auch, jetzt hier nochmal die Weiterbildung oder nochmal einfach nochmal wieder anzunehmen. Up to date zu werden. Ja, genau. Ja, ja. Das wird dann kommen. Es ist einfach wirklich wichtig zu beachten, dass diese Stunden, die da vorgeschrieben sind, das sind nur wenige Stunden, die vorgeschrieben sind für diesen SKN-Nachweis, die reichen nicht, um einen Hund zu erziehen. Das ist einfach meine Erfahrung. Ja? Es ist einfach so, dass es notwendig ist, wenn jetzt ein Hund, sage ich mal, ein adäquates Verhalten für den Alltag lernen soll, dass Gespräche mit dem Hundebesitzer stattfinden, dass ich erstmal herausfinde, ja, was ist denn Ziel der Ausbildung? So. Und dass ich dann einfach, dass Ziele definiert werden, festgelegt werden und dass dann in kleinen Schritten geübt wird. Und man braucht wirklich mehrere Stunden. Das hängt natürlich darauf an, was soll jetzt alles gelernt werden, was soll dem Hund alles beigebracht werden. Das ist individuell ja ganz verschieden. Aber wenn man das von Anfang an richtig macht, gehe ich mal davon aus, hast weniger Probleme mit dem Hund und kannst dich auch mit deinem Hund so abgeben. Die Menschen wissen ja nicht, wie Hunde verstehen. Das ist ja unser großes Problem. Genau. Ich sehe oft, dass Tiere vermenschlicht werden, dass mit dem Hund gesprochen wird, ja, ich habe dir doch gesagt, du sollst jetzt hinsitzen. Genau. Ich glaube, dass der Hund das nicht versteht. Er kann es verstehen, wenn er es gelernt hat vorher. Also was einfach ganz, ganz wichtig ist, es wird unbewusst vermenschlicht. Also ich will jetzt mal vielleicht ein Beispiel erzählen. Ich war letzte Woche hier drüben im Neubaugebiet spazieren, bin an einem Zaun vorbeigelaufen und da war ein Hund hinterm Zaun. Und in dem Moment, als ich vorbeigelaufen bin, hat er angefangen zu bellen. Er hat sich furchtbar aufgeregt da hinter dem Zaun. Und der Besitzer wollte ihn abrufen. Also er hat es versucht, er hat gerufen. Der Hund hat nicht reagiert. Und ich bin dann weitergelaufen. Er hat erst aufgehört zu bellen, als ich vorbei war. Dann ist er zu seinem Besitzer zurück. So nach dem Motto, ich mache das jetzt mal hier schnell fertig, Herrchen, und dann komme ich erst. Und
Als der Besitzer dann bei seinem Hund war, sagt der Mann zu seinem Hund: Schäm dich. Das ist für mich eine Vermenschlichung. Hunde schämen sich nicht. Hunde können sich nicht schämen, weil sie nicht wissen, sie haben keine Moralvorstellung im gesellschaftlichen Sinne. Ich sage jetzt bewusst gesellschaftlichen Sinne. Ja, ja, verstehe ich. Deswegen kann ein Hund sich nicht schämen. Das ist natürlich jetzt nicht schlimm, dass der Mann das gesagt hat, aber es sind, ist unbewusst einfach Vermenschlichungen. Was auch passiert, dass die Leute, wenn sie dem Hund jetzt zum Beispiel einen Sitz beibringen möchten, dass sie das zu kurz geübt wird. Ja? Oder dass einfach, das ist wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel, dass ich viel Geduld, viel Konsequenz, dass ich entsprechende Zeichen gebe. Also unsere Hunde verstehen die Körpersprache und die Zeichensprache viel mehr wie das Sprechen. Ah, wichtig das zu wissen für wichtig. Die Leute. Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Genau. Die Hunde verstehen eher Zeichensprache wie verbale Laute. Und auch die Körpersprache zum Beispiel. Mhm. Und das ist wichtig, dass ich weiß, wie bringe ich denn dem Hund jetzt zum Beispiel erstmal einen Sitz bei. So, wenn er es denn kann, sage ich jetzt mal in der Küche zu Hause, ist es wichtig, dass ich weiß, der Hund braucht, um generalisieren zu können, viele verschiedene Orte. Also man spricht beim Hund von Situations- oder Kontextlernen. Das heißt, ich sollte ihn, wenn er es in der Küche gut kann, sollte ich ins Wohnzimmer, in den Flur, wenn das geht, raus in den Garten, dann erst auf den Waldweg, wo weniger Ablenkung ist, und dann langsam die Ablenkung steigern, bis ich irgendwann in der Stadt gelandet bin, in der Fußgängerzone, wo ich es gerne hätte. Ich höre aus deinen Erklärungen, du fängst den Hund an, in seinem Umfeld zu erziehen. Weil wenn man Hundetraining und Hundeschule hört, dann denkt man ja immer, wie es in den Schulen so üblich ist, ich gehe dorthin. Mhm. Und man kennt das ja auch, im Fernsehen waren ja schon einige Beiträge von irgendwelchen Hundeplätzen, wo dann die ganzen Besitzer mit ihren Hunden stehen, kleine, große, dicke, dünne. Genau. Und dann machen die Parcours laufen und loslassen und weglaufen, was der Hund macht und so weiter. Warum machst du das nicht so? Weil es ganz, ganz wichtig ist, dass der Hund erstens mal im häuslichen Umfeld sich entsprechend verhält. Erst wenn er das macht, wird er gewillt sein, von seinem Besitzer auch, sage ich mal, Erziehungsmaßnahmen im Alltag anzunehmen, wo die Ablenkung ja viel, viel größer ist. Die Ablenkung ist ja viel, viel größer irgendwo im Alltag, wo auch Passanten vorbeilaufen, andere Hunde vorbeilaufen. Alle möglichen Gerüche. Genau. Und, ja. Was elementar wichtig ist zu wissen, und das liegt mir ganz, ganz besonders am Herzen, Hunde wissen genau, wo sie sind, wenn sie lernen. Gerade was ich jetzt vorhin im Satz vorher gesagt habe, diese Situation. Das heißt, wenn ich mit dem Hund im Training auf einen Hundeplatz gehe, da weiß der Hund, ich bin jetzt hier auf dem Trainingsgelände, da ist ein Zaun drumherum, ja, das läuft so und so ab und da soll ich funktionieren. Ja, so. Der kann ganz genau unterscheiden, wo er ist. Deswegen ist es so wichtig, nicht auf dem Trainingsgelände zu bleiben, sondern in den Alltag zu gehen und zwar von Anfang an. Also der Spaziergang, das Einkaufen gehen, das sich zu Hause bewegen. Wenn Hunde auch zu Hause haben, wenn an der Tür der Briefträger klingelt und lauter diese Dinge, die mit ihm zu üben. Aber jetzt verstehe ich langsam, wozu, und das für Sie, liebe Zuschauer, mal, alles das, was ich hier in den Händen halte, sind alles einzelne Zertifikate und Bestätigungen, die Waltraud Wagner gemacht hat, um dort zu sein, wo sie heute ist, um das Wissen zu haben, um mit den Hunden umgehen zu können und vor allen Dingen ihnen das weiter zu vermitteln. Weil wirklich schön hat man es mit einem Hund erst dann, wenn der Hund auch folgt. Und ich glaube, ein Hund ist ein Herdentier, ne? Der macht es gern folgen, wenn er es auch richtig gelernt kriegt. Es ist ein Rudeltier. Man muss sich also vorstellen, dass ein Hund vom Intellekt wie ein kleines Kind. Also wenn ich jetzt überlege, ich würde jetzt ein kleines Kind, sage ich mal Vorschulalter, auch nicht im Alltag einfach laufen lassen und würde sagen, jetzt mach mal, auf gut Glück. Das kann eigentlich irgendwie nur schief gehen. Und das ist beim Hund genauso. Also wenn, es gibt immer noch Hundehalter, die sagen, ich möchte meinem Hund so viel Freiheit geben, wie es nur geht. Ich habe ein gutes Gefühl dabei, ja, ich möchte ihn eigentlich jetzt nicht übermäßig erziehen müssen oder so. Ich mache ihn eher glücklich, wenn ich ihn gehen lasse. Mhm. Und da besteht die Gefahr, ein Hund ist da überfordert. Ja, er kann das einfach gar nicht. Der will Kommando kriegen. Er, er,
Er will kein Kommando kriegen, er möchte einen Sozialpartner neben sich haben, der ihm Sicherheit und Orientierung gibt. Das ist der Punkt, auf den es ankommt. Oh, gut formuliert. Ich habe gedacht, er braucht bloß einen, der ihm Kommandos gibt. Das heißt Sicherheit und Ordnung. Ordnung bedeutet ja für einen Hund im Prinzip eine klar formulierte Ansprache und eine klar formulierte Zielrichtung in dem Tun, dass er sich an seinem, wie sagst du, Sozialpartner orientieren kann. Richtig. Ganz faszinierend, das habe ich jetzt so auch noch nicht gehört. Aber ich möchte da jetzt noch mal hineinschauen und vielleicht sagst du uns so ein bisschen was dazu. Hier haben wir von der Akademie für Tier-Naturheilkunde AG ein Zertifikat für das Studium der Tierpsychologie. Waltraud Wagner hat den Bereich der allgemeinen Tierethologie erfolgreich bearbeitet. Das heißt, da wurde die gesamte Verhaltensstruktur von Hunden gelehrt. Wie ist die Psychologie eines Hundes und wenn ein Hund das und das macht, was will er damit ausdrücken? Genau, zum Beispiel auch Lernverhalten und so weiter. Und das hat die Frau Wagner, wie ich hier sehe, überdurchschnittlich abgeschlossen. Gratulation, wirklich ganz toll. Dann haben wir hier auch noch von der gleichen Akademie. Sehr geehrte Frau Wagner, Sie haben die Prüfungsübung bestandene Themen folgende Resultate erzielt. 90,8%. Mensch, darf ich es sagen, weil du bist ein richtiger Streber. Aber wenn man was gut machen will, dann muss man es natürlich auch lernen, ist ganz klar. Dann Canis, das war das Zentrum für Kinesiologie. Waltraud Wagner hat am 30.09. die Canis-Abschlussprüfung bestanden. Frau Wagner ist somit berechtigt, in Zukunft die Bezeichnung Canis-Absolventin zu führen. Erkläre mir noch einmal zu dem Thema Canis, was ist das genau? Das ist ein Zentrum für Hundeausbildung, also für Kinologie. Das wurde damals von dem bekannten Dr. Erik Ziemen ins Leben gerufen, den ich auch lobenswert in meinem Buch erwähnt habe. Ich habe ihn als Dozent gehabt, war sehr beeindruckend für mich, der bekannte Wolfsforscher. Und der hat dieses Ausbildungsinstitut ins Leben gerufen damals. Und es ist halt wichtig, was ich auch gelernt habe, erstmal beim Verhalten des Wolfes anzufangen. Ja? Also dass ich jetzt zum Beispiel, was wir jetzt gemacht haben, im Bayerischen Wald, wochenlang Wolfsverhalten erstmal angeschaut und dokumentiert. Ah, so begann diese Ausbildung, dass man erstmal den Wolf, also den Urvater der Hunde, angeschaut hat, wie er sich verhält, was er macht. Genau. Mhm. Also es wurden dann im Prinzip Ethogramme angefertigt, also Wahnsinnslisten, erstmal Einzelverhalten, dass man es erst erkennt, dass man es einordnen kann, zu welcher Rubrik gehört es denn. Das war ein Bereich. Und der andere Bereich war dann noch gewesen, dass man auch Soziogramme schreibt, also im Prinzip, dass man dann auch noch die Kommunikation unter den einzelnen Wölfen, die es ja dann war, auch nochmal analysiert. Ja, wenn die quasi kommunizieren untereinander. Und dann, wenn man das weiß, warum das zum Beispiel so wichtig ist. Es ist ja so, viele Hundehalter kommen und sagen, mein Hund hat eine Verhaltensstörung. So, die hat er eben nicht. Der hat ein unerwünschtes Verhalten. Jetzt nehmen wir mal wieder den Briefträger, den wir vorhin hatten. Jetzt kommt der Briefträger, der Hund bellt und bellt und regt sich furchtbar auf und er kann gar nicht mehr abgestellt werden oder beruhigt werden oder erbrochen werden. Lassen wir jetzt mal so die Bezeichnungen, können wir später nochmal drauf eingehen. So, es funktioniert einfach nicht. Jetzt ist so, es ist normal für einen Hund zu bellen. Ja? Das ist keine Verhaltensstörung, weil es einfach was Normales ist. Es ist schlicht und einfach ein unerwünschtes Verhalten für den Mensch. Ja, für den Hund ist es ganz normal. Mhm. Das heißt, es macht einfach Sinn, Verhaltensweisen vom Wolf zu kennen, analysieren und dann zu wissen, was hat sich aufgrund der Domestikation verändert. Ja, es ist schon so, dass Hunde noch wahnsinnig Wölfisches in sich haben, obwohl man das nicht glauben mag, weil sie ja so anders aussehen, zum Beispiel. Genau. So, aber das ist ja im Prinzip durch die Domestikation, sprich Haustierwerdung, passiert. Diese Vielfalt von Aussehen. Und dann ging es ja natürlich noch weiter, dass man dann halt Rassen gezüchtet hat für verschiedene Zwecke und so weiter. Aber es ist wichtig, wie gesagt,
einfach viel mehr deuten zu können, beim Wolf anzufangen. Ja? Das heißt, du kannst den Menschen auch beibringen, ihren Hund zu beobachten und am Verhalten des Hundes zu erkennen, was er eigentlich will, warum er jetzt das macht, wo er tickt und diese Verhaltensformen, wie du sagst jetzt gerade, bellen. Mhm. Jetzt ist es natürlich nicht angenehm, wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnt und jedes Mal, wenn der Briefträger kommt, wenn der Nachbar Besuch kriegt, wenn irgendein anderer Besucher durchs Haus läuft, dass der Hund ständig wie ein Wilder an die Tür rennt und den erstmal zusammenkläfft. Ist das eine normale Reaktion vom Hund? Es ist eine normale Reaktion vom Hund zu bellen. Es kommt immer dann auch darauf an, wie heftig er sich da hineinsteigert. Kann rassespezifisch sein, kann typspezifisch sein. Ja. Kann einfach was sein, was er irgendwann angefangen hat und sich da ganz furchtbar heftig hineinsteigert. Gibt also ganz verschiedene Ursachen. Und dieses Aberziehen, ist es dann nicht die Natur des Hundes verändert? Wenn ich ihm das jetzt aberziehe, wenn das von ihm was ganz Normales ist, zu bellen. Aber natürlich, wie gesagt, erstmal ist ja die große Frage, ist es im Mehrfamilienhaus sinnvoll, einen Hund zu halten? Ne? Das ist ja mal die eine Frage. Aber ich sehe es halt gerade, ältere Leute holen sich oft, wenn sie ihren Partner verloren haben, dann einen Hund als Begleiter. Mhm. Und gerade dann ist es ja noch wichtiger, dass der ältere Mensch mit dem Hund gut klarkommt. Mhm. Weil wenn das ein Problemhund wird, dann hat er mehr Stress wie Vergnügen an dem Hund. Und wenn die dann in Häusern wohnen, dann ist es natürlich für den Hund auch schwierig. Wie stehst du zu dem Thema Hund in Wohnung halten? Ich denke, es ist generell kein Problem. Da ist es ganz wichtig, dass ich mir wirklich aussuche, welchen Hund hole ich mir, welchen Hund schaffe ich mir an. Es gibt Hunde, wenn ich jetzt das an Rassen dann festmachen möchte, kann man ja, dass man sagt, ich wähle jetzt an die oder die Rasse, die weniger bellfreudig sind. Es gibt sie tatsächlich. Ja. Da ist halt wichtig, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass ich mir vorher Überlegungen mache. Es ist so, wenn ich dem Hund beibringe, dass er nicht mehr bellen soll, wenn es klingelt, dann biete ich ihm einfach eine Möglichkeit, sich adäquat zu verhalten im Menschenumfeld. Mhm. Ja, das hat was mit Erziehung zu tun. Ich meine, wir Menschen und Kinder, jeder fängt irgendwann damit an, hier darfst du das machen und hier darfst du das nicht machen. Ja? Das ist halt die Erziehung, wo er dann lernen soll. Vielleicht einmal, wenn überhaupt, ja, aber es ist halt unerwünscht oder unangepasst im Zusammenleben mit dem Menschen dieser Situation. Und das kann der Hund lernen und das ist auch nicht schlimm von ihm, wenn er dann lernt, ich darf es in dieser Situation dann einfach nicht mehr. Und das, wenn du das so schilderst, hört sich das an, als wäre es ganz einfach, dem Hund das beizubringen, dann nicht mehr zu bellen. Ist es letztendlich einfach, wenn man weiß, wie? Es ist einfach, wenn man weiß, wie, genau. Also, liebe Zuschauer, das ist so das klassische Thema, dieses Thema zu wissen, wie. Und stellen Sie sich vor, wenn Sie an Ihrer Heizung irgendwas Spezielles ändern müssen oder an Ihrem Garten irgendwas gemacht werden muss, was tun wir denn immer im Leben? Wir holen uns den Spezialisten, holen uns den Fachmann, dass er die Installation sauber vornimmt, dass er im Garten genau weiß, welches Kraut passt neben welches, welcher Baum sollte wo stehen und wo nicht und so weiter. Und gerade bei Hunden machen wir das so wenig. Und dann kommt es immer wieder zu unschönen Geschichten, die meistens darauf zurückzuführen sind, dass zu wenig Erfahrung da ist. Und Erfahrung kommt von Lernen. Ohne das geht es nicht. Und deswegen ist es gerade so wichtig. Wir sehen zwar in unserer Gesetzeswelt den Hund als Sache an im Gesetz, aber er ist ein treuer Freund und Begleiter. Und das, was das Gesetz sagt zur Abwicklung von Schaden, muss nicht die Einstellung sein, die wir Menschen zum Tier haben. Da sollten wir schon sehen, dass das liebe und treue Kameraden sind, die uns begleiten und mit denen man viel, viel Freude haben kann. Und deswegen hat die Waltraud Wagner sich auch sehr breit ausbilden lassen. Ich schaue mir mal das weiter an. Dann gibt es hier Beratungswochen, Beratung im Rahmen von Mensch-Hund-Beziehung. Dann gibt es hier das Thema Workshop-Jagdverhalten. Dann gibt es hier das Thema Umgang mit aggressiven Hunden, Gesprächsführung in der Beratung, Verhaltenstherapie des Hundes anhand von Fallbeispielen, Einführung in die Verhaltenstherapie, das Verhalten des Hundes 5, die soziale Organisation, Ethnogramm des Hundes, das Verhalten des Hundes, die domestikationsbedingten Veränderungen, Ethnogramm des Wolfes, Techniken der Verhaltensbeobachtung und so weiter. Da will ich das Ganze mal stoppen und muss jetzt mal noch auf einen anderen Punkt kommen. Wie ist es denn für dich, wenn du durch die Stadt gehst
Und das, wie du eben geschildert hast, das siehst, dass so viele Hunde einfach nicht funktionieren. Bist du da nicht einmal gehalten mit deinem übrigens, da gibt es auch einen wunderschönen Flyer. Ich zeige ihn da mal und ich zeige Ihnen auch gleich noch die Website. Aber ich sehe auf der Uhr, die erste Hälfte unserer Sendung ist schon wieder beendet. Das heißt, die Werbung kommt gleich und dann möchten wir noch ein paar weitere Punkte zeigen, wie Sie an Informationen kommen, wie Sie an das Buch kommen, was die Waltraud Wagner geschrieben hat, über das Thema Hund, wo der gerade so frech sich hier vorne hingelegt hat, der wird natürlich da mal im Vordergrund stehen, der Sendung hat er auch recht, wo Sie dann genau drin nachstudieren können, wie das mit dem Hund funktioniert. Und dann natürlich zeigen wir Ihnen auch noch am Beispiel, wie die Waltraud Wagner das mit dem Hund in der Natur macht, wie sie den Hund dann im Griff hat nach einer tollen Erziehung. Und bedenken Sie, tolle Erziehung heißt Mensch und Hund. Das ist ja das Schöne. Wenn der Hund das beigebracht kriegt in seinem Umfeld, stellen Sie sich vor, Sie haben sich einen neuen Hund hergetan und wohnen in Ihrem Umfeld und müssen jetzt ständig viel mehr Zeit aufwenden, weil der Hund nicht funktioniert. Das wäre ja Unsinnigkeit, wenn es so tolle, lehrende Menschen gibt wie die Waltraud Wagner. Wir sehen uns gleich nach der folgenden Werbesendung wieder und dann schauen wir mal, was die Hunde so machen. TimeToDoShop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline morgens von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. So, schon sind wir wieder zurück nach der kurzen Werbepause. Unser Thema heute Hunde, Hundeerziehung und vor allen Dingen war es uns wichtig, eine Methode vorzustellen, die Sie zu Hause sofort einsetzen können, denn die Waltraud Wagner lebt in der Schweiz, heißt sie ist in der Zentralschweiz und kann natürlich dort auch gebucht werden. Und nutzen Sie auch Ihre Erfahrung, Sie haben vorhin schon gehört, selbst der Kauf eines Hundes sollte wohl durchdacht sein. Und wenn gerade wieder mal der Film 101 Dalmatiner läuft und jeder dann meint, er muss so einen schnuckeligen Dalmatiner haben, dann ist das eine Modeerscheinung, aber macht keinen Sinn wirklich, sich dann so einen Hund zu holen, weil man gar nicht weiß, wie ist der denn im Verhalten, wie ist es, wenn Kinder da sind, vielleicht noch Katzen da sind, wenn viele Leute rein und rausgehen im Haus. Alle die Dinge sollten berücksichtigt werden, wenn wir uns einen Lebensgefährten, was ein Hund allemal ist, hertun, dass der sich mit uns wohlfühlt und wir natürlich mit ihm keinen Stress haben. Walter, also, dann komme ich mal so auf das Thema Hundeausbildung hin, weil das ist ja so eine grundsätzliche Geschichte. Wir haben jetzt gehört, du hast unglaublich viele Schulen, Lehrgänge und Ausbildungen durchsucht, tust dich gerade wieder weiterbilden in dem ganzen Thema. Vielleicht den Prospekt nochmal, liebe Zuschauer, den ich Ihnen eben so gezeigt habe, so rum ist es natürlich richtig. Das ist der neue Flyer, den können Sie natürlich auch bei der Frau Wagner anfordern. Dort stehen alle Informationen drin und die Daten. Und die Kunden von Time to Do bekommen den im Shop zugesandt mit den Paketen. In der Newsletter, in der nächsten, werden wir für alle, die abonniert haben, auch den Flyer anhängen, dass sie sich dort informieren können. So, jetzt komme ich wieder zurück. Ausbildungstypen. Gibt es unterschiedliche Ausbildungen, Zielsetzungen? Wie ist es? Ist die Ausbildung mit jedem Hund gleich? Die Ausbildung ist nicht gleich. Erstens geht es ja mal darum, überhaupt zu wissen, was möchte denn der Hundehalter? Das ist das Gespräch, was ich mit dem Hundehalter führe, im Erstgespräch. Da sagt er mir, das oder das oder das möchte ich gerne optimieren. Ich schreibe das auf, damit die Ziele immer im Auge behalten werden. Dass wir immer zielorientiert trainieren, ist ja ganz, ganz wichtig. Also wie kommt drauf an, was denn überhaupt jetzt trainiert werden soll. Das heißt, ich kann sagen, ich hätte gern, dass mein Hund ein guter Wachhund ist. Wir haben ein großes Grundstück und da will ich, dass der aufpasst. Ja. Der andere kann sagen, ich hätte gern, dass mein Hund ordentlich neben mir läuft und hört, wenn ich sage, Platz, Sitz und komm her und geh weg. Und ansonsten soll der sich ruhig verhalten.
Der andere wiederum hat einen aktiven Hund, das heißt, ich will mit dem Fahrrad fahren, ich will mit dem unter Leute gehen, genau. Und ich möchte dann auch mal vor einem Geschäft ablegen können und können sagen, da gehe jetzt Platz und dann gehe ich rein, hole meine Brötchen, komme wieder raus und dann ist der Hund noch da, möglichst. Genau. Ja, ist sehr viel gefächert. Also das erste Beispiel möchte ich sagen, da wäre es schon günstig, wenn der Hundebesitzer einen Hund hat, der zu einer Wach- und Schutzhundrasse gehört. Weil wenn er sich einen Hund angeschafft hat, vielleicht aus einer Gesellschaftshunderasse und sagt, er möchte haben, dass das der Motz Wachhund wird, wird dann wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden. ansonsten generell alles andere ist richtig, ja. Das heißt, es gibt Hunde, die sind generell für das Thema Wachen und Schützen geeigneter wie andere? Auf jeden Fall. Also da kommen wir wieder zu den Rassen. Es wurde ja rassespezifischen Eigenschaften wurden ja selektiert. Also das ist ja Rasse, wenn man sagt, ich möchte jetzt einen Wach- und Schutzhund haben oder ich möchte einen Jagdhund haben oder ich möchte einen Hund haben, der zu der zu den Gesellschaftshunden gehört. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Familienhund haben möchte, dann ist es sinnvoll zu sagen, ich suche mir vielleicht einen Hund heraus, der zu den Gesellschaftshunderassen gehört. Oder ich suche mir einen Hund heraus, der vielleicht zu den Hütehunden gehört oder zu den Jagdhunden gehört, wo aber dann diese Eigenschaft vielleicht ein bisschen reduzierter ist. Mhm. Ja? Also nicht jetzt vielleicht ein Vollblut-Jagdhund, wenn ich jetzt wirklich in der Stadt in der Wohnung wohne. Dass man wirklich da ins Detail geht und schaut, welcher Hund passt zu welchem Mensch, in welche Lebenssituation hinein. Also auch dort ist es nicht einfach, die Entscheidung zu treffen. Man sollte sich auch vorher beraten, wenn man einen Hund sich zulegt. Das haben wir eben schon gesagt, gerade mit der Familie. Wenn ich einen Hund für eine spezielle Aufgabe suche, wird es also schon losgehen, mich über die Rasse zu erkundigen. Welcher Hund ist das schon von der Rasse her vorbelastet in dem Thema? Und dann ihn natürlich gut ausbilden lassen. Kannst du auch einen Hund zum Schutzhund ausbilden? Nein, also damit hab ich nichts zu tun. Also das sind dann Leute, die sich spezialisiert haben darauf. Und das sollte dann auch zu diesen Leuten hingegangen werden. Es ist natürlich zu sagen, für was will ich einen Hund, der in der Familie lebt, zum Schutzhund ausbilden? Das ist natürlich auch höchst bedenklich, ja, weil da natürlich gerade Probleme entstehen können. Also meiner Auffassung nach gehört ein Schutzhund in einen Schutzdienst, was es ja auch gibt, ja, bei der Polizei, beim Grenzschutz zum Beispiel. Security-Firmen ja. Und sowas. Ja. Ich weiß, dass sowas gemacht wird, auf vielen Hundeplätzen noch. Was ich für bedenklich halte, ja, weil man muss ja wissen, was da, ich kenne natürlich die Ausbildungsmethoden, das habe ich mir alles angeschaut, war auch dabei. Es ist schon höchst bedenklich, was dazu war, weil die Hunde werden ja in die Aggression hineingebracht, einem Mensch gegenüber, ja. Es wird so dann immer gesagt, ja, er weiß wieder genau, wo er ist und ich kann ihm den Befehl geben und ansonsten macht er das nicht. Wir wurden bereits eines Besseren belehrt. Es sind immer wieder Vorfälle gewesen, wo Hunde Menschen gebissen haben, aus ganz verschiedenen Motivationen heraus, natürlich, ja. Aber es ist schon so, wenn ich einem Hund beibringe, hier, geh hin und beiß den in den Arm, ja. So, und im Alltag hat der Hund dann vielleicht nicht den entsprechenden Grundgehorsam. Oder er hat nicht die entsprechende Orientierung an seinem oder Mensch. Oder er kommt mal unter Stress oder schreckt durch irgendeinen Knall oder irgendwas, ja. Wie gesagt, er weiß nicht, als Tier weiß er nicht, was richtig und falsch ist. Ja? Er kennt das nicht. Und es ist natürlich nicht hundertprozentig auszuschließen, dass dann mal was schiefläuft. Ja? Also, wie gesagt, wichtig ist es, den Hund zum Kameraden zu erziehen. Einfach so, du hast vorhin das Beispiel von so einem dreijährigen Kind gebracht. Da muss ich auch noch oftmals richtungsweisend eingreifen und sagen, halt, da nicht hingehen. Genau. Da kannst du runterfallen oder da machst du dich dauernd schmutzig oder sonst genau. Irgendwas oder genau. Verletzt du dich. Und das Gleiche ist es auch beim Hund zu tun. Genau. Diese Ausbildungsmethoden, über die wir sprachen, um was geht es denn da im Grundsatz? Also es geht im Grundsatz, ich möchte jetzt mal drei Begriffe benutzen, die in der Praxis relevant sind. Das heißt, wir haben hier einmal das Lob. Also Lob ist eigentlich die Ausbildungsmethode, die überwiegen sollte, mhm. Weil Hunde natürlich wie Menschen auch es lieben, gelobt zu werden. Sie lieben die Anerkennung, ja. Und wenn ein tolle Atmosphäre ist, dann lernt man natürlich auch gut, ja, und gerne und lieb. Und so soll es sein, so fängt man auf jeden Fall an, mhm. Ja. So fängt man mit dem Welpen an, mit dem Junghund an und dann ist wichtig auch die Konsequenz, dass
auch wenn gelobt wird und es, später ist der Hund ein bisschen weiter, ich gehe in den Alltag hinein, das halt, was ich vorhin schon erklärt habe, verschiedene Orte, verschiedene Situationen. So, also Lob ist das eine. Dann gibt es noch die Korrektur. Also Korrektur wäre jetzt zum Beispiel, deswegen habe ich eben den Satz abgebrochen, weil es mir gerade den Sinn ging. Also die Korrektur wäre jetzt zum Beispiel, der Hund kann das Sitz. Es wurde wirklich an ganz vielen verschiedenen Orten geübt und es wurde alles Mögliche, es wurde Ablenkung mit hineingebracht, ein anderer Hund wurde vorbeigeführt, ein Passant wurde vorbeigeführt und er ist immer schön sitzen geblieben, so. Was auch immer, jetzt kommt die Situation der Situationen, er bleibt einmal nicht sitzen. So. Und dann braucht er eine Korrektur. Ja, ich werde im Hundetraining oder in der Ausbildung darüber einfach nicht hinwegkommen. Es kommt irgendwann der Moment, obwohl es wirklich trainiert wurde, geübt wurde, eine Situation, wo er einfach einen Befehl, sag ich mal, auflöst oder ein Signal, was auch immer er bekommen hat, nehmen wir mal das Sitz. Er steht auf und er sollte das nicht. Er sollte warten, bis der Mensch ihm sagt, wann das Verhalten beendet ist. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass allein schon so es trainiert wird. Sitz, er soll warten, bis der Mensch ihm sagt, jetzt ist das Sitz beendet. So, das heißt, der Hund soll lernen, er bekommt Befehle und der Mensch entscheidet, wie lange es andauert, bis er wieder das beenden darf. Und wenn er zum Beispiel jetzt einfach zu früh aufsteht in der Situation und dann braucht er eine Korrektur. Ja? Diese Korrektur könnte sein, dass ich eventuell nochmal das Signal, jetzt sagen wir mal, wir hätten jetzt ein Zeichen, Finger hoch, dass ich das wiederhole. Oder wenn er das Zeichen nicht mehr braucht, er braucht nur das Wort Sitz, dass ich es halt nochmal sage. Ja? Korrektur. Kann jetzt zum Beispiel auch sein, wenn ich leicht über die Leine einwirke, dass er einfach hinten wieder runter geht. Ja? Also Korrektur hat dann auch was mit Konsequenz zu tun. Das heißt, wenn ich einen Hund möchte, der verlässlich im Alltag, auf den ich mich verlassen kann, ja? Wo ich sage, den kann ich mitnehmen unter Passanten, unter anderen Tieren, er hört, er verhält sich adäquat und angepasst. So, wenn ich das möchte, dann werde ich auch Korrekturen brauchen irgendwann. Ja. Aber ist es normal beim Hund, dass er irgendwann mal ein Kommando einfach überhört oder keine Lust drauf hat oder was? Es ist so, dass Hunde wirklich Weltmeister sind darin, Menschen und auch andere Hunde, Sozialpartner, generell auszutesten. Also es ist Wahnsinn, die spüren ganz genau, wen sie vor sich haben. Ja? Die merken genau, ist es was ernst gemeint, ist der Mensch jetzt konzentriert auf mich, sie nehmen Stimmungen wahr. Also wenn jetzt jemand total, was weiß ich, total traurig ist oder er ist einfach total unkonzentriert oder er ist einfach sonst irgendwie, es ist Wahnsinn. Also die nehmen so viel wahr von uns, was uns gar nicht bewusst ist. Also er weiß schon genau, hat er da einen vor sich, der auch straight ist oder der so ein bisschen, wenn er gut drauf ist, hat der Hund lange Leine, ist er schlecht drauf, hat der Hund kurze Leine und so. Das spüren die Tiere. So, sag ich mal, spürt er beziehungsweise... Das merkt er ja schon mit seinem Besitzer. Ja? Und deswegen kommen wir jetzt nochmal zurück, was wir vorhin gesagt haben, die Wohnung. Also ich möchte zu den Leuten, wenn ich dann bitte darf, bei der Wohnung anfangen, weil es wird so viel nicht erkannt. Ja? Und Hunde testen aus. Sprich, es gibt Hunde, die betteln ihren Mensch an. Ja? Sieht man sehr oft. Zum Beispiel. So. Was lernt der Hund? Ich habe hier einen Mensch vor mir, den ich nicht nur anbetteln kann, sondern dieser Mensch ist manipulierbar für mich. Ja, mein eigener Besitzer ist für mich manipulierbar. Das heißt in der Konsequenz, der ist unglaubwürdig für mich. Ja, und deswegen ist das so elementar wichtig. Der Hund möchte einen glaubwürdigen Besitzer neben sich. Das heißt auch immer straighte Verhaltensweisen. Nicht heute so, morgen so, übermorgen wieder anders. Es muss erstmal erkannt werden vom Hundebesitzer, weil wenn der gar nicht erkennt, ja, der Hund bettelt mich jetzt an oder also er zeigt forderndes Verhalten. Es gibt so schon schöner Begriff, aufmerksamkeitsheischendes Verhalten. Das muss gar nicht Futter sein. Es gibt Hunde, die wollen permanent angeguckt werden, die wollen gestreichelt werden, alles Mögliche. Ja? Und dann sind die da und mit der Pfote und dann bedrängen die zum Teil auch den Mensch. Ja? Die fordern dann ihre Streicheleinheit, die fordern alles Mögliche ein. Und die rummachen. Das ist wichtig, dass man überhaupt das erkennt.
bevor man was verändern kann. Und dann ist es wichtig, dass man auch erkennt, es gibt auch Hunde, die kontrollieren. Also es gibt Hunde, die folgen ihren Menschen in der Wohnung auf der Ferse bis auf die Toilette und bis der Kühlschrank dann aufgeht. Und also die Kontrolle, das hat übrigens dann oft auch etwas zu tun mit der Haustüre. Ja? Es ist ja beim Hund dann so, dass er, also beim Rudel hat eigentlich derjenige das Vorrecht, der Entscheidungsträger ist, mit der Nase vorne zu sein. Ja? Also das kann durchaus auch etwas mit Kontrolle zu tun haben. Das heißt, ich schaue mir das an in der Wohnung, wie verhält sich der Hund im Zusammenleben mit seinem Mensch. So. Und wenn wir da was optimieren können, damit der Hundehalter glaubwürdig ist, möglichst glaubwürdig, dann gehen wir da dran. Und das ist wie das Fundament vom Haus für die Hundeerziehung. Ich merke, du tust sehr, sehr stark auf diesem Thema Glaubwürdigkeit des Hundebesitzers definieren. Das scheint ein ganz großes Basisthema zu sein. Wenn das nicht funktioniert, scheint alles obendrauf viel, viel schwieriger zu werden. Du nimmst mir die Worte aus der Seele, wollte ich schon sagen. Genau, so ist es. Ja. Wir haben Lob und Korrektur. Gibt es noch eine dritte Art von Hundeerziehungsmaßnahmen? Genau. Also es gibt auch das Nichtbeachten. Das ist jetzt etwas, wo wir wieder zurückkommen zu unserem Beispiel, wenn der Hund bettelt, um Aufmerksamkeit bettelt. Also da ist es wichtig, dass er nicht beachtet wird. Also dass das den Leuten erstmal erklärt wird, auch wie sie es machen können, dass sie den Hund nicht beachten, weil da werden auch, wenn ich an den Hunden sage, ja, den Leuten sage, jetzt ignorieren Sie ihn bitte mal, damit er lernt, er hat damit jetzt keinen Erfolg mehr mit seinem Betteln. Und dann sagen die Leute, ja, ich mache das doch die ganze Zeit schon, ich ignoriere ihn doch. So, dann gehe ich heim, gucke mir das an, sie ignorieren ihn eben nicht. Ja, also es ist wirklich ein Hammer. Ja? Nur um jetzt das Beispiel, um das verständlich zu machen, wenn ich den Hund anschaue, dann gebe ich ihm alle Aufmerksamkeit dieser Welt. Ja? Ah, weil, okay. So, und das machen die Leute oft unbewusst. Das heißt, allein schon meinen Hund anzuschauen, weiß der genau, dass ich jetzt aufmerksam ihm gegenüber bin? Zum Beispiel, genau. Also Ignoranz, das heißt, dieses Nichtbeachten heißt wirklich, als wenn er gar nicht da wäre. Es kann einfach angebracht sein in gewissen Situationen, wenn wir erstmal an die Erziehung im häuslichen Umfeld gehen. Genau. Und Ignoranz heißt nicht anschauen, nicht ansprechen, nicht anfassen. Ja. Mhm. Natürlich muss man da sehen, jeder Hund ist anders, jede Situation ist anders. Es gibt Hunde, die haben sich schon wahnsinnig da reingesteigert, da reicht die Ignoranz alleine nicht. Das sind aber Sachen, ich würde sagen, das wäre jetzt Thema für weitere Sendungen, ja? Da wirklich ins Detail zu gehen oder sowas auch mal dann zu zeigen, ja? In der Wohnung beim Hundebesitzer oder wie auch immer, weil, dass man das wirklich erkennen kann. Ja? Mhm. Also, es gibt ja nicht nur diese ganz einfachen Fälle, sag ich mal. Ja, es gibt ja, ja schon auch Sachen, wo ein bisschen mehr dann. Jetzt haben wir ja immer so in unserem Gespräch so Sachen definiert, ich kaufe mir einen Hund, was dann? Mhm. Jetzt gibt es ja aber viele, wir hatten das Beispiel vom Gartenzaun vorhin von dir gehört, Besitzer, die mit ihren Hunden einfach nicht in den Griff kommen. Mhm. Und dann sagt man ja, ein Hund sollte erzogen werden, bevor er ausgewachsen ist, sonst nimmt er nichts mehr an. Ist das so? Was ist, wenn ich jetzt einen 2 oder 3 Jahre alten Hund habe, der total macht, was er will und nicht, was ich will? Kannst du mir da auch helfen? Das finde ich ganz, ganz toll, dass du das erwähnst jetzt, weil das ist elementar wichtig zu wissen. Hunde können in jedem Lebensalter lernen. Wir wissen es von uns Menschen ja auch. Das Alter spielt wirklich überhaupt keine Rolle. Das ist, ich sage mal so schön, eine Stammtischweisheit. Es stimmt einfach nicht. Ich weiß es aus Erfahrung, Hunde werden von Tierheimen genommen, die werden von Tierschutzorganisationen genommen, sind schon einige Jahre alt. Hunde können sich wahnsinnig gut anpassen an eine neue Situation und an einen neuen Menschen. Und auch wenn ich einen Hund habe und es sind jetzt einfach Sachen schiefgelaufen, jahrelang schiefgelaufen und dann entscheide ich mich erst so, jetzt nehme ich halt erst einen Hundetrainer oder wie auch immer. Es ist, sag ich mal, wirklich möglich, egal wie alt der Hund ist, Verbesserungen zu bekommen. Jetzt kommen wir mal auf deine Prachtexemplare hier. Was sind es überhaupt für 2 Hunde, die du da hast? Das eine ist ein Boston Terrier. Das ist Duke hier, der hier liegt und gerade hier sein Bäuchlein zeigt. Und die andere ist Cindy. Cindy habe ich vor einigen Jahren aus Kreta mitgebracht.
und war dort 2 Wochen im Tierschutz tätig und habe sie dann mitgenommen, genau. Schöne Hunde. Was ich gemerkt habe, solange du mit den Hunden da warst, sie haben kein einziges Mal gebellt. Also kein Gekläffe, auch wenn andere Personen dazukommen und hier in so einem Fernsehstudio laufen natürlich viele Leute rum. Auch keine Nervosität gezeigt. Hm. Ist das immer so oder hast du es speziell jetzt für den Tag vorbereitet? Ich nehme meine Hunde seit vielen, vielen Jahren überall hin mit. Mhm. In Seminarräume, in Hotels. Und das ist natürlich wichtig, dass Hunde das auch in kleinen Schritten von Anfang an lernen. Ja? Dass man dann einfach, wenn man einen Welpe hat, den schon mitnimmt von Anfang an. Natürlich immer schauen, dass das auch im Rahmen ist. Klar, dass das irgendwie für den Hund auch, sag ich mal, zu bewältigen ist. Ja? Mhm. Aber Hunde können sowas lernen, selbstverständlich. Weil sehr, sehr folgsam, die Leute nehmen das ja auch wahr, dass auch andere Hunde hierher kommen, die dann gleich rumalbern oder an den Leuten. Ganz, ganz problematisch finden viele Leute ja das Hochspringen des Hundes. Mhm. Es gibt ja so ganz verspielte Kerle und auch manchmal größere, die verspielt sind wie ein kleiner, die dann sofort an dir hochspringen. Und das kann natürlich für einen Besitzer auch mal Folgen haben. Sie haben ordentliche Krallen, so Hunden, dass der dann mal irgendeinem der noble Zwirn kaputt macht und so. Genau. Und es gibt natürlich Leute, die sind schreckhaft. Und aus den Dingen können natürlich dann Missverständnisse entstehen. Der Hund kann dann seinerseits erschrecken, komisch reagieren. Genau. Ist das auch einfach ein Erziehungsmangel? Genau, das ist Erziehungsmangel. Also das kann man wunderbar trainieren, dass man Begrüßungen trainiert, also dass es zum Beispiel im Alltag ist, dass Leute zu einem kommen, einem die Hand geben. Der Hund bekommt sein Alternativverhalten, sage ich ihm, zum Beispiel seinen Sitz, dann hat er was zu tun. Ja? Er weiß einfach, jetzt habe ich eine Aufgabe und dies dauert so lange an, bis mein Besitzer das auflöst. Und dann hat er ja etwas, womit er beschäftigt ist. Ja? Also je mehr, wenn ich ihm irgendetwas gebe, eine Aufgabe dann gebe, Und dann kann so etwas eigentlich gar nicht passieren. Das kann man wunderbar trainieren. Man kann das mit geringer Ablenkung anfangen, wie wir vorhin schon erwähnt haben, und kann das ganz toll steigern, ja, bis zu so Fällen, wo dann zum Beispiel ich in der Stadt dann bin, in der Fußgängerzone und gebe dem Hund den Sitzbefehl und ein Passant kommt her, Shaking Hands, Begrüßung, Smalltalk. Und was man dann noch steigern kann, es gibt fast immer Steigerungen, dass zum Beispiel der Passant den Hund anspricht, anlockt, vielleicht sogar mit Futter anlockt, ja, und der Hund weiß, ich habe hier zu sitzen, so lange, bis mein Mensch mir sagt, wann es beendet ist. Das kann man alles üben. Also auch, dass er sich nicht von Fremden füttern lässt? Sowas kann man auch üben, genau. Das ist ja ganz wichtig. Wir haben ja auch schon von üblen Dingen gehört, dass Hunde vergiftet werden, weil es irgendeinem in der Umgegend nicht gefällt, dass der da ist oder so. Und wenn ein Hund nichts von Fremden annimmt, kann man ja auch das umgehen. Nein, es ist ja so, dass Hunde, Menschen nicht Hunde vergiften, indem sie ihnen ein Leckerchen hinhalten, sondern vergiftetes Futter wird ja ausgelegt, beim Spaziergang ausgelegt. Ach, das ist meistens dann irgendein Stück Fleisch mit irgendeinem Rattengift dran oder was? Zum Beispiel. Das ist wieder ein anderes Thema, aber auch sowas kann man trainieren, dass Hunde wissen, sie haben nichts aufzunehmen. Man kann das sogar so trainieren, dass sie wissen, wenn sie was in der Schnauze haben, sie haben es auszuspucken, ja, sie haben es nicht runterzuschlucken. Weil da gibt es spezielle Trainingsmethoden, weil die Hunde sind ja clever. Wenn die jetzt vermeintlich was Leckeres in der Schnauze haben und ich würde es mit der Methode machen, mit der Korrekturmethode, sprich der Hund weiß, mein Mensch schnappt mich jetzt und nimmt mir das aus der Schnauze. So, also mache ich mich mal schnell von dannen mit dem Ding. Ja? So, das funktioniert dann nicht mit der Korrekturmethode, weil der Hund genau weiß, ist er noch im Umfeld, wo der Mensch ihn greifen kann und ihm das aus der Schnauze nehmen kann. So, wenn er das weiß, wird er dieses Ding nehmen und wird abhauen damit und wird das 50 Meter weiter fressen oder schlucken. Das wäre nicht gut, ja. Also da wären wir dann wieder, da müssen wir dann die Lobmethode nehmen. Also man kann sowas trainieren, ja, dass Hunde wirklich dann Sachen, wenn sie schon schnuppern und man unterbricht das sofort oder wenn sie es sogar schon in der Schnauze haben, dass es wieder fallen lassen und wissen, ich bekomme von meinem Herrchen dafür ein Lob. Ja, also man kann sowas trainieren, das muss natürlich langsam... Ähnlich wie es apportieren, dass er im Prinzip das Lob erhält, wenn er es zurückbringt zu ihm und dann lobt ihn der Herr und sagt, Mensch, toll, fein hast du gemacht und so. So kann man sich das vorstellen, genau. Mhm. Wie ist es denn mit deinen? Wie arbeitest, hast du mit deinen auch alles genau so durchgearbeitet? Ich habe alles genau so durchgearbeitet, genau. Was, war ein Welpe und den hast du mitgebracht? Waren beide Welpen? Beide Welpen, genau. Konnten, also jetzt weiß ich, warum die so gut folgen. Natürlich, die Hunde einer Hundetrainerin ist ja klar. Das ist ja das Meisterstück.
Zeig uns mal was, wie du mit so einem Hund arbeitest. Ja, also ich würde es einfach mal Lob zeigen, ja, Beispiel für Lob. Und ich muss jetzt gar mal leckerchen, ja. So, ich zeige jetzt mit der Cindy einfach mal einen Sitz, ja. Und ich werde auch noch zeigen, dass sie mich anschaut dabei. Das ist etwas, was ich auch trainiere. Das ist ganz wichtig, dass die Hunde lernen, mit der Aufmerksamkeit bei ihrem Besitzer zu sein. Ja, das ist was, was elementar wichtig ist im Alltag, bei Ablenkung. Dass und die Hunde einfach, wie gesagt, da sich nicht verdödeln, sondern immer sich auf seinen Herrn fixieren. Genau, also auch wenn jetzt Ablenkung ist, dass der Hund einfach weiß, er hat die Aufmerksamkeit zu seinem Besitzer zu bringen. Mikrofon steckst gerade in deiner Hosentasche hinten rein. Das wird einfacher gehen. Ja. So, das ist jetzt das Zeichen für Sitz. Dann haben wir das Zeichen fürs Anschauen. Auch schon ein paar Sekunden anschauen. So, okay. Komm her. Jetzt machen wir hier nochmal eine Korrektur. Genau. So, jetzt bekommt der Duke auch sein Leckerchen. Genau. So. Wow, sind die folgsam. Und jetzt löse ich es auf. Und jetzt dürfen sie quasi erst wieder aufstehen, alle beide. Jetzt haben wir sogar Lob, jetzt haben wir die Korrektur noch dabei gehabt. Er war ein bisschen übermütig. Genau. Aber es funktioniert toll. Und du machst es nur mit der Bewegung? Ich mache es jetzt zum Beispiel mit dem Finger, halt mit dem Zeichen, genau. Wie lange hast du dazu gebraucht, bis der Hund so funktioniert hat? Also mit dem Sitz, das ist etwas, was in wenigen Tagen funktionieren kann, in der Wohnung zuverlässig. Ja, und dann geht man halt in die Ablenkung rein, in den Alltag hinein. All das entsprechend natürlich üben, klar. Ne? Ein paar Wochen, ja, ein paar Wochen für einen Welpen angemessen dann natürlich. Und dann würde man das halt steigern, wenn ein Junghund ist, würde man dann erst mehr in die Ablenkung gehen, in den Alltag hineingehen quasi. Ja, jetzt könnte man noch stundenlang zuschauen, wie diese beiden tollen Hunde da folgsam sind, weil sie gut erzogen sind. Aber unsere Sendung rennt dem Ende entgegen. Ich könnte jetzt in deinem ganzen Buch, was du mir mitgebracht hast, von Spezialausbildung, Verhalten des Hundes, Spiel- und Aggressionsverhalten, Hundekommunikation, die ontogenetische Entwicklung, was ist das? Ontogenetische Entwicklung, das ist die Genetik, beziehungsweise das ist die Individualentwicklung eines Individuums. Wow. Also vom Welpen angefangen bis zum erwachsenen Lebewesen. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört und gesehen, es ist gar nicht so schwierig, wenn man weiß wie. Das ist mit allem so. Erinnern Sie sich, als Sie das Fahrradfahren gelernt haben, das Essen mit Messer und Gabel, das Autofahren, alle anderen Dinge, alles, was wir gelernt haben und richtig, können wir auch gut. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und eine gute Nacht. Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.